Ihr habt also ab jetzt, habt ihr 23 Stunden, 59 Minuten und 32 Sekunden Zeit, wenn die Folge da ist, ein bisschen weniger, mir zu sagen, ob ich das kaufen soll oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, gebt ein Like oder so, dann weiß ich dann, ob ich das kaufen soll. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Castle Crush. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Also nicht wundern, wenn ich vielleicht mal zwischendurch einen kleinen Cut machen muss zum Husten oder sonstige Geschichten. Also, worum es heute aber geht, ich hatte mir überlegt, was nimmst du jetzt mal auf für 17 Uhr? Und dann habe ich bei Castle Crush mal reingeguckt und es gibt ein neues Sonderangebot. Und zwar die Episch-Kiste. Euer fucking Ernst? Natürlich die epische Kiste. Mit E hinten dran. Vor allem, sie schreiben es ja da drunter auch noch richtig. Die Episch Kiste. Enthält 12 epische Karten. Haben wir sonst noch irgendwas Cooles? Skelettkönig lohnt sich jetzt eigentlich nicht so. Ich habe eh noch voll viele Gems, weil ich ja das Sonder-Pizzle-Angebot da gekauft habe, wo 100.000 Gems, 100.000 Gold und ein paar Juwelen bei waren. Und wir wollen die epische Kiste jetzt mal kaufen. Da sind ja 12 Garantierte drin und ganz kurz, bevor ich das jetzt öffne, mal eben ganz kurz in mein Deck gucken, was könnte ich denn gebrauchen? Erscheinung, aber es sind auch nur es sind auch 12 Karten. Boah, schwierig, ne? Schwierig. Oh, wir können erstmal noch die Goldkiste öffnen. Wir können auch die beiden Gratiskisten öffnen. Ah, leider keine epische drin. Oh, Bogenschützenstamm kann ich sehr gut gebrauchen. Und, ja, Steinstatue könnte ich noch upgraden. Nutze ich allerdings aktuell nicht. Von daher lassen wir das mal sein. Gratiskiste, eine normale. Stärkung und Ballista kann ich gut gebrauchen. Oh, bitte nochmal Lack. Bitte nochmal Lack. Gib mir was Gutes. Na, nur eine Karte. Immerhin den Bogenschützenstamm. Immerhin. Kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen und jetzt... Ach, was mache ich denn? So, Shop. Episch-Kiste. Okay. Es ist eine Kartenart drin. Und aber 12 Stück. Jetzt müssen wir natürlich Glück haben, dass es irgendwas ist, was ich natürlich auch gebrauchen kann. Nicht irgend so ein Schrott oder so. Oh, kann ich gebrauchen. Kann ich sogar gebrauchen. Mana-Ritual gar nicht mal zu unterschätzen. Geil, habe ich drin. Habe ich im Deck. 4000. Geil. Ist auf Level 4 jetzt. Bin ich sehr zufrieden mit. Läuft. Das bedeutet nämlich, dass dadurch deine nächste Karte kostet bei Nutzung 3 Mana weniger. Geil. Geil, geil. Okay. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt mal direkt rein ins erste Spielchen, ne? Oh, es hat ein bisschen gedauert, bis ein Gegner gefunden hat. *M. Brasil, PTU. So, wir setzen jetzt mal direkt mal den Mana-Kristall hier ein. Dann haben wir eins mehr. Dann haben wir schon mal jetzt insgesamt 3. Haben gleich 4. Also, ich bin so fucking im Arsch heute, ohne Scheiß. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Irgendwer muss mich angesteckt haben. Von euch natürlich keiner, aber ansonsten keine Ahnung. Vielleicht irgendwer. Ich weiß es nicht. So, oh, das reicht nicht ganz aus. Aber jetzt, gut, das reicht aus. Mal eben ganz schnell die gesetzt. Ich muss den Namen mal eben ganz schnell entsorgen, bevor das noch irgendwie zu Problemen führt. Moment. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, noch richtig gut kaputt gekriegt. Alter, das ist echt heute Castle Crush. Castle Crush Extreme ist das heute, ohne Scheiß. So, nein, den. Kriegen wir den? Nein, natürlich nicht. Er überlebt natürlich noch ganz knapp. Ist klar. So, oh, jetzt kommt Mana-Ritual. Geil. Jetzt können wir das Mana-Ritual spielen. Können direkt mal schon mal den Skelettkönig setzen. Der sich hoffentlich, ja, zumindest schon mal ein bisschen darum kümmert. Aber das war dumm. Das war dumm. Vor allem, er hat auch noch den Boost reingekloppt. Oh, da richtig übel. Aber jetzt kriegen wir sie endlich kaputt. Alter, nach 100 Jahren haben wir sie endlich kaputt gekriegt. Okay, in der Mitte hat er das Schlammmoped gesetzt. Oh nein. Oh, richtig guter Typ, Mann. Der ist ja richtig gut unterwegs hier. Aber da kriegen wir schon mal was hin. Oben können wir den nah setzen. Jawohl, es läuft. Ich hab's ein bisschen unterschätzt. Wir sind eigentlich noch ganz gut dabei. Ich weiß, die Erscheinung ist zu setzen, ist jetzt extremst scheiße eigentlich. Aber ich muss mal eben ganz schnell da aufräumen, so, wir haben keine andere Wahl. Wir haben da keine andere Wahl. Nein, er hat doch den Sensenmann. Oh. Oh, wir haben gewonnen. Lol. Gegner das Match verlassen. Hä, vor allem so kurz vor knapp. Warum verlässt er denn so kurz vor knapp das Match? Wenn er mittendrin verlassen hätte, okay. Aber so? Naja, nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, diesmal ging die Gegnersuche deutlich schneller. Wir spielen gegen David the Blue Jays. Okay, das ist definitiv kein Deutscher. Das ist ein Kanadier. Das sehe ich natürlich an dem Ahornblatt.
Wir haben die Skelette, wir haben die Bogenschützen, wir haben den Nah. Mit dem fangen wir mal an. Oh, okay, auch den Nah gesetzt, Level 3. Und mal gucken. Ich wette, er setzt gleich entweder den Pirat dahinter oder vielleicht auch. Ja, die Bogenschützen, das, was ich jetzt gerade tue. Damit wir ihn down kriegen. Ja, aber ich kann dich freezeln, mein Freund. Ich kann dich freezeln. Das heißt, er hat seinen Schub für die Angriffsstärke hat er jetzt gerade schon mal mehr oder weniger versetzt. So. Nein, wie viel Glück kann man denn als einzelner Mensch haben? Jetzt hat er tatsächlich mich kaputt gemacht. Alter, geh mir doch nicht hier auf die Nerven mit deinem... mit deinem Flaschengeist, ohne Witz. So, Mana-Ritual. Jetzt kommt der Skelettkönig. Zack. Oh, nicht schlecht. Aber ich habe jetzt gerade die entfernt. Nein, ich wollte den... Nein, ich bin so blöd. Ich hab mich versetzt. Ich hab's versetzt. Oh, ich bin so dumm. Ich wollte den... Oh, ich Trottel. Ich wollte den Skelettkönig setzen und habe aus Versehen eben die Erscheinung gesetzt. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich endlich den Skelettkönig gesetzt. Oh, ich bin aber dumm. Ich bin aber auch echt dämlich. Das war dumm. So, den muss ich mal eben ganz kurz als Backup setzen. Aber wir gewinnen. Es ist unglaublich, dass wir schon wieder gewinnen, oder? Ja, es hat zwar nur 9 gekriegt. Jetzt kann ich aber auch noch die Bogenschützenkönigin. Die Bogenschützenkönigin ist echt ziemlich am Abgehen. Ohne Witz. Geil, gewonnen. Sauber. Wir können noch eins machen. Und übrigens, schreibt mal in die Kommentare, hat schon jemand von euch die Epischkiste gekauft? Jetzt ist sie ja leider weg, jetzt kann ich leider keine mehr kaufen. Schade eigentlich, ne? Wollen wir noch eine große Kiste öffnen? Ach komm, was soll's. Ich glaube, die große Kiste lohnt sich fast schon am meisten. Also du kriegst wenig unterschiedliche Karten raus, aber dann halt viele von einer Sorte. Ja, Meteor, und jetzt komm bitte. Bogenschützen, oh ja, immerhin 166. Nein, nicht noch eine. Bitte nicht noch eine öffnen. Okay, drittes Match gegen Josh. Und mal gucken, was er so hat. Oh, es ist ein Amerikaner. Mana-Ritual bringt mir gerade gar nichts. Er holt sich jetzt einen Extra-Kristall. Die Frage ist nur, was wird er setzen? Er holt sich noch einen Extra-Kristall. Das heißt, er ist jetzt schon bei 5. Wir sind gerade mal bei... Oh, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. Er ist schon bei 5. Jetzt ist er schon bei 6. Wir sind gerade... Er ist zwar nur Level 6, aber Leute, ohne Witz, das ist gar nicht mal... Ich hole mir jetzt auch einen extra Kristall. Das ist gar nicht mal so wichtig. Ohne Scheiß, das ist gar nicht mal so wichtig. Er pflanzt gleich 100%ig Pflanzsemmel, was richtig Starkes dahin. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Deswegen müssen wir da mal eben ganz schnell dran gehen. Bevor da irgendwas passiert. Komm, gib mir doch die Königin. Oh, der ist stark. Der ist richtig stark unterwegs. Ja klar, kommt er natürlich noch genau durch. Ja, kommt nochmal passend durch, ist klar. Also wieder so, das ist wieder so ein mega, mega Unglück gewesen gerade. Aber es ist okay. Ist okay. Mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf. Und er hat den Skelettkönig gesetzt. Den ich jetzt natürlich kontern muss. Und den kontern wir auf der unteren Seite. Oh, 10 Stück hat er gekriegt. Können wir das irgendwie kontern? Ich glaube nicht, ne? Da oben vielleicht noch. Boah, unten hat er so viele. Ey, leck mich am Arsch. Boah, die Erscheinung oben ist auch mega hart. Was haben wir gekriegt? 8 nur, scheiße. Wir haben nur 8 bekommen. Aber das wird wenigstens mal... Das könnte wenigstens mal ein richtig episches Match werden. Er hat... Okay, er hat den Magier gesetzt. Das Mana-Ritual bringt mir gerade gar nichts. Wir sind zwar durch. So, zack, gefrieselt. Zack, noch den Skelettkönig. Okay, wir sind wieder im Match. Wir haben den Magier kaputt. Alles klar, alles okay, läuft. Ah, das bringt gar nichts. Das war ein Verlegenheitsmove von ihm. Und wie viel haben wir diesmal? 12. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Das müsste ja sich jetzt eigentlich auch zu unseren Gunsten so langsam drehen, das Spiel. Gehe ich mal ganz stark von aus. Auch wenn er da ganz gut unterwegs ist. Also unten die Erscheinung, der gibt da schon ganz gut auf die Omme. Ich muss die Karte loswerden, ich brauche eine neue Karte. Aber das müsste es eigentlich gewesen sein jetzt. 1000. Oh, er gibt nicht auf. Da muss ich mal etwas wegmachen. 800, 600. Ach komm, das muss doch reichen jetzt, oder? Bringt mir gerade auch nicht. Ich glaube, das war's. Sauber, ey. Wir sind wieder so durchgerusht, ne? Wie eben die letzte Folge schon. Sind wir diesmal auch durchgerusht? Ja, endlich wieder Burg 6. Mann, dankeschön, ey. Ich will endlich mal den Storm Elemental haben. Wenn es noch mal eine legendäre Kiste gibt, werde ich sie vielleicht kaufen. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ich es machen soll oder nicht. Ansonsten, so ein Angebot?
Ah, das Sonderangebot von Burg 6. Soll ich das kaufen oder soll ich das nicht kaufen? Ich hab's ja noch nicht gekauft. Ihr habt also ab jetzt, habt ihr 23 Stunden, 59 Minuten und 32 Sekunden Zeit, wenn die Folge da ist, ein bisschen weniger, mir zu sagen, ob ich das kaufen soll oder nicht. Schreibt's mir in die Kommentare, gebt ein Like oder so, dann weiß ich dann, ob ich das kaufen soll. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ich habe echt heute aufgenommen unter den komischen Umständen. Ich bin echt krank. Aber gut, sprechen geht. Von daher ist es ein bisschen übertrieben gewesen vielleicht, was ich gesagt habe. Aber okay, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen nach oben und bis morgen. Morgen gibt es ja den dritten Clash-Weihnachtstag, also einschalten. Tschüss.